Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Challenge Minecraft Sky Factory. So, gehen wir direkt rein in die Welt und wollen noch mal gucken, was für Quests haben wir denn hier überhaupt noch übrig? Wir haben jetzt mehr als die Hälfte, wir haben Halbzeit von den Quests her. Das dauert noch ein bisschen. So, mal gucken. 5 wäre die nächste, das wäre das Drachenei. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Quest Nummer 6 haben wir noch nicht abgeschlossen. Da fehlt uns nur noch Eisen haben wir noch nicht. Oder? Welche hatten wir? Force und Leder. Das heißt Gold, Eisen und Diamant fehlt uns noch. Kommen wir noch zu, wenn es soweit ist. Das wird aber noch eine Weile dauern. Weil irgendwie kommt das hier nicht voran. Gut, der arbeitet aber noch. Ja, das heißt, wir machen dann, gucken dann mal, dass wir dann weiterkommen mit unserem Dartcraft jetzt in dieser Folge. Das ist eine der nächsten Quests, die wir ja eh noch fertig machen müssen. Wir sind jetzt Tier 4. Das heißt, wir müssen jetzt mehrere Tools herstellen. Und die einfach mal wieder auf Teufel komm raus verzaubern. So, oh, Diamant hat weitere Seeds dazu bekommen im letzten Part. Coole Sache. Und zwar nicht wenig. So, wir brauchen erstmal hier alles, was hier rumfliegt, so rumfliegt. Ach, das Void Upgrade. So, das mache ich jetzt eben hier zumindest für hier. Dass wir da den Überschuss dann auch loswerden, weil es blödsinnig, den hier ständig aufzufangen. Drei Void Upgrades brauchen wir. Vier Void Upgrades. Hier haben wir noch Storage Upgrades, 3 Stück. Und wir haben doch irgendwo noch Void Upgrades, oder? Irgendwo haben wir definitiv. Also ich brauche auf jeden Fall 4 Obsidian. Wo haben wir denn das Void Upgrade hingeschmissen? Jetzt mal ganz im Ernst. Wir hatten definitiv noch eins übrig beim letzten Mal, glaube ich. Und hier nicht, hier nicht. Hier sind Diamanten drin. Bin ich denn jetzt blind? Ich meine, wir hatten doch welche übrig. Oder waren das wirklich nur die Dinger hier, die Storage Upgrades, die wir übrig hatten? Das kann natürlich auch sein. Okay, das heißt, Upgrades. So, wir brauchen einmal hiervon noch eins. Das heißt, 2 Pistons. Eine Barrel. Das heißt, wir brauchen Eisen. Nehmen wir mal alles soweit mit. Das Redstone, was wir hier jetzt gerade haben, nehmen wir mit. Hep. So, wir brauchen 2 Pistons für das Upgrade. Cobblestone haben wir hier drin. Hier, das kann auch mal wieder hier raus. Das hat da ja nichts drin verloren. Also. Pistons. Holz. Hier. So. So. Ah ne, Quatsch. So rum. Und... So, machen wir uns erstmal so 8 Stück, weil da brauchen wir ja, glaube ich, mehrere von. So, für die Barrels brauchen wir Holzstufen. Haben wir hier und Oakwood. Zack. Achso, und ich habe die Kisten vergessen, die normalen Kisten.
Das heißt, wir brauchen mehr Holz. Ein halber Stack erstmal. Zack. So, 8. Machen wir 8 Stück. So. Alles klar. Jetzt haben wir 8 Barrels. Machen wir mal gerade einmal das hier. Zack. So, jetzt gucken wir mal gerade. Das Void Upgrade kostet Pistons und Obsidian. Drei Stück, 4 brauchen wir. Das heißt, wir müssen noch 2 Pistons dann herstellen. Zack. 1, 2. Oh, passt ja dann ganz genau sogar. Und Cobblestone. Zack. So, da haben wir unsere Void Upgrades. Dahin bitte. Gut. Und dann müssen wir natürlich noch die... zu welcher Quest? Das gehörte zu Jabba, ne? Ja. Das war Jabba. Jabba, genau, hier die bis hierhin müssen wir machen, das heißt wir brauchen 4 Stück von denen. Das wird auch wieder relativ teuer, weil wir, also holztechnisch teuer, weil wir ja die ganzen Fences brauchen. So, das heißt wir brauchen das hier. Zack. So. Dürfte wohl reichen. So, die verteilen wir mal hier. Wir brauchen 4 Stück aus Holz. Das heißt, wir haben gerade kein Holz mehr. So, jetzt aber. So, 4 Stück aus Holz. Dann war es andersrum. Genau, 1, 2, 3, 4. Und 4 Stück aus Eisen. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Gut, dann machen wir da hinten nämlich jetzt die Upgrades rein. Dann haben wir da auch keine Probleme mehr, dass hier ständig irgendwas rumfliegt noch. So, erstmal... das Upgrade und das Upgrade. Zack, zack, zack. Das Ganze auf Eisen abgegradet. Jetzt kriegt jedes eins von denen hier. Und natürlich das Void Upgrade. So, perfekt. Jetzt haben wir dann hier mehrere Stacks, die ich hier noch verarbeiten kann. Jedes von den Teilen und dementsprechend sind wir ganz gut dabei. Scheren haben wir auch noch genügend. Und alles, was zu viel ist, kommt, wird dann geschrotet. Perfekt. Okay. Jetzt haben wir aber immer noch jede Menge Blödsinn hier im Inventar. Aber wie sieht es hier aus? Ja, hier haben wir erst 4 Stacks. Aber wahrscheinlich... ne, er arbeitet noch gut. Ich hatte befürchtet, dass hier wieder... das gleiche Problem besteht wie beim letzten Mal, dass hier auf einmal ein Spoilspex dazwischen gerutscht ist. Du dummes Schwein da hinten. Moment. Haha. Wir haben doch jetzt das neue Imba-Schwert. Achso, nee, da wir ja hier gerade eh waren. Zack. Können wir uns von hier... hätten wir genügend Platz da, hätten wir genügend Platz, einige von denen mitnehmen können. Okay, machen wir uns mal gerade ein bisschen Platz. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Den Tank behalten wir mal. Das ist unnütz gerade im Inventar. Ach toll, jetzt habe ich einen Nugget weggeschmissen, auch nicht schlecht. Ja, die Sachen können auch futsch.
Okay, den Rest müssen wir behalten. So, machen wir uns da draus direkt mal ein paar. Ingots, damit wir die haben. Zack. So, schon mal ein Stack Ingots. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier jetzt noch rauskriegen. So, noch einen halben Stack. So, und da kriegen wir noch mal zwei raus. So, alles klar. Haben wir das? Haben wir ein paar Stück doch schon mal. Hier alles okay. Scheint so. Eisen auch. Okay, gut. Er verteilt so. Das ist die Hauptsache. So, wie sieht es hier in den Kisten aus? Ja, schaut soweit alles ganz gut aus. Genau, Dartcraft. Wir müssen ja das nächste Tier erreichen, weil wir haben ja alles freigeschaltet hier. Deswegen müssen wir jetzt halt, wie gesagt, ein paar Tools herstellen, damit wir dann halt auch weiter noch weiter verzaubern können. Weil hier sind, glaube ich, alle soweit mit irgendwas. Ne, die Spitzhacken haben nichts drauf. Das Schwert hat nichts drauf. Das hat nichts drauf, das heißt, dass wir gerade nichts groß herstellen müssen. Okay. Gut. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Diamond Dust kommt erst später. Damage tun wir drauf auf das nächste Schwert. Fortune. Was hat das hier? Freezing hat das noch. Boah. Why not? Machen wir uns noch ein paar Frostcookies. Packen die hier mit rein und holen mal einen raus. Machen wir uns noch ein Schwert mit Freeze, Luck und Damage. Frostschwert. So, machen wir den nochmal an, dass er ein bisschen Energie reinpumpen kann. Und immer noch nicht. Reicht immer noch nicht. Schade. Für Grinding brauchen wir Flint. Bane brauchen wir gerade nicht. Können wir nicht auf ein Tool hier machen. Sagen wir es mal so. Was macht denn nochmal die Bottle of Enchanting? Zack. Experience. Okay. Fates, Touch. Silk Touch. Co-Web. Haben wir da noch welche von? Jo, eins haben wir davon noch. Was war noch? Das war Color, ne? Einfach, ja, Rainbow. Keine Ahnung, wofür das im Endeffekt gut ist. Ey, das war jetzt anders geplant. Toll, jetzt habe ich einen schwulen blauen Tisch. Dann will ich aber einen roten haben, hier. Nein. So, dann soll er wenigstens rot sein.
Gut, Grinding, Silk Touch. Mehr als einmal Grinding geht nicht. Und dann holen wir uns nochmal dreimal Zucker. Oder haben wir hier noch Zucker? Ne, kein Zucker mehr da. Nein. Dich hätte ich gern. Zucker bei die Fische. So. Zucker für Speed. Zack, zack. Und dann müssten wir doch endlich das nächste Tier erreicht haben. Ich hoffe es doch zumindest. Und ich glaube, ab dem nächsten Tier brauchen wir dann auch mal einen Brewstand, also einen Braustand. Infi Miner. What the fuck ist denn das? Auch nicht schlecht. Stonebound Unbreakable. Attack Damage mehrere Millionen. Ich glaube, den ercheate ich mir und damit legen wir dann den Enterdrachen. So, was brauchen wir dafür? Cobblestone und einen Blaze Rod. Cobblestone habe ich. Blaze Rod haben wir hier auch noch einen. So, Blaze Rod und Cobblestone. Ein Braustand. Zack. Zack. Und jawohl, endlich das nächste Tier erreicht. Genau, ich wusste doch. So, als nächstes brauchen wir die Feder. Diese Dartcraft-Feder. Da muss ich jetzt mal gucken. Dartcraft. Das ist diese hier, die Rock's Feather. Dafür brauchen wir Feder Dust, eine normale Feder und Glowstone. Dürften wir alles haben? Federn können wir uns ja jetzt eben welche holen. Das ist die hier. Einmal Federn. Glowstone haben wir nicht ganz so viel, aber immerhin ein bisschen was. Hui. Falsche Kiste. Glowstone. Wo ist es? Ich weiß, dass wir Glowstone haben. Da. Wenn ich nicht immer so da hinten hinrennen muss. So. Wo wird der am besten hinpassen? Nee, das sieht blöd aus. Also hierhin. Machen wir uns hier so einen kleinen kleine Möglichkeit hier. Okay, wir brauchen Federdust. Dafür brauchen wir unseren Grinder. Der macht uns das zu Staub. So, das machen wir mal gerade hier zu einem Tinker's Construct. Federdust, Glowstone und eine normale Feder. Quatsch, hier. Zack. So, Federdust hierhin, eine normale Feder dahin und Glowstone hierhin. So, hiermit kriegen wir jetzt Flight. Da holen wir uns mal eine Rüstung. So. Rock's Feather. Dum, dum, dum. Und weiter gucken. Das nächste wäre dann. Die haben wir ja gerade. Your tears give me strength and regeneration. Okay. Wing. Sind das jetzt Guest-Tiers oder sind das no die normalen Tiers?
die, die von Dartcraft sind. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir brauchen mal gerade hier nochmal irgendwas. Mal gucken. Ach, hier ist was drauf, toll. Speed, Wing, Speed, Damage. Auf der Hose ist nichts drauf. Okay, das müssen dann demnach die Guest-Tiers sein. Aber falsches Tool, ne? Cannot apply these upgrades. Okay. Hier drauf auch nicht. Hier drauf auch nicht. Okay, das heißt, wir brauchen eine Waffe. Vermute ich jetzt gerade mal. Force Rods. Sticks. Oh, machen wir uns mal gerade eine. Achso, ich bin ja so blöd. Ich habe doch jetzt extra da vorne einen Crafting Table hingetan. Ein Force Schwert. Ha, darauf geht's. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, ich kenne die Rezepte nicht mehr. Okay, das ist der Invisible Trank. I'm pretty sure it's a potion of some kind, but then again, I'm just a sentence. Perhaps if I could just see a little better. Night vision. Okay. Healing 1. Okay, das heißt, ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich hier die Potions, genau. So, Potions. Orwark Potions. Ist einfach nur mit einer Netherwarze, war das, genau. Daraus müssten wir ja diese beiden Sorten hinkriegen. Strength, Healing. Poison. Potion of Night Vision. Congratulations! You've won a trophy! Oh, diese Trollmaus. Hab ich mich jetzt wieder erschreckt, ey. Einfach Redstone dazu. Okay. Alles wirklich einfach nur Redstone? Probieren geht über Studieren. Ich meine, Netherwarzen ist nicht das, worum ich mir einen Kopf mache. Hier. Redstone auch nicht unbedingt. Oh. So, jetzt muss ich mal gerade aber hier wieder ein bisschen Platz machen. Bum, 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 bum. Du kannst ja auch gerade mal erstmal rein. Glas brauchen wir aber. Wir haben 4. Ja, das ist nicht die Menge. Das heißt, wir müssen wieder Glas einschmelzen. Holen wir uns mal hier was Sand raus. Hilfe. Und schmelzen das hier einfach mal ein. So, der Tank kann auch erstmal hier rein. Gut. Wir haben 3 Bottle. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. Wir müssen ja auf definitiv... Ah, Himmel. Dürfte ich jetzt mal hier drauf zugreifen irgendwie. Danke. So, die brauchen wir auf jeden Fall. So, einmal das hier. Das ist ja normal. Das sind ja die, ist ja der erste Schritt. Awkward Potions.
zur Potion of Night Vision. Da gibt es zwei Versionen. Ah, goldene Karotte. Awkward Potion ist die Grundfassung und Potion of Night Vision gibt es mit einer goldenen Karotte. Okay. Nein. Okay, wir haben Awkward Potions. Da müssen dann dementsprechend jetzt eine goldene Karotte rein. Aha. Hui. Goldene Karotte brauchen wir Gold Nuggets für. Wo sind meine Nuggets? Habe ich die hinten bei die reingetan? Ja, hier. Dim, 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 dim. Einmal außenrum das, einmal mittig das. Zack, zack. So, das müsste dann jetzt direkt Potion of Night Vision geben. Wenn ich das hier richtig sehe. Walk Potions und dann mit der Karotte zu Night Vision. Okay. Und was wärst du? Night Vision plus Redstone ergibt die höhere, das höhere Tier. Okay. Potion of Night Vision. Sehr schön. Das werde ich aber wahrscheinlich auf einen Rüstungsteil oder so machen müssen. Wenn nicht sogar auf einen Helm. Naja, war klar. Auf einen Helm. Du-du-du-dum. Nee, auch nicht. Okay. Potion of Night Vision. Schaufel ging nicht. Vielleicht ein neues Schwert. Nö, Schwert geht auch nicht. Wollen wir mal gerade hier alle Tools wieder wegpacken. So. Ich habe keine Ahnung. Eine Schere? Nee. Apropos, dich kann ich mal gerade wieder ausmachen. Du bist ja voll hier. Also ich dachte echt, das wird auf einen Helden dann verzaubert. Was haben wir noch? Haben wir eine neue Axt? Ich weiß es nicht. Hep. Darauf geht's auch nicht. Was habe ich denn hier noch für Rüstungsteil, wo nichts drauf ist? Eine Hose. Geht nicht. Geht auch nicht. Oder muss ich... Warte mal. Muss ich das hier in der Reihenfolge machen oder was? Okay, da muss ich... Gut. Brauchen wir mal eben erstmal einen Trank der Unsichtbarkeit. Ich meine, so tragisch ist das ja jetzt auch nicht. So. Drei Stück brauche ich jetzt gerade erstmal nur. Zack. Da rein dann eine Netherwarze für die Awkward Potion. Invisibility. Das ist Night Vision. Achso, mit einem Fermented Spider Eye. Okay. Wie kriegte ich das nochmal hin?
Das hier ist das. Mushroom, Zucker und Spider-Ei. Ein Shroom. Haben wir sowas? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Okay, das heißt, hier muss dann noch mal eine goldene Karotte ran. Hep. Alles klar. Wie kriege ich jetzt einen Shroom? Ich glaube, ich weiß wie. Wo haben wir denn Ancient Spore? Brauche ich dafür? Oh, ich sehe gerade, unsere Folge ist zu Ende. Habe ich nirgends eine Ancient Spore? Doch, da. Ein bisschen Erde. Ein bisschen mehr Erde als drei. Ja, eigentlich reicht das ja auch. Dum, dum, dum. Zack. Hier drauf wachsen nämlich dann auch Pilze. Das ist so jetzt die einzige Variante, wie ich jetzt weiß, wie ich gerade an Pilze dran komme. Mit ein bisschen Geduld. Eine Fackel brauche ich aber. So. Wo sind meine Gießkanne? Gießkanne? So, okay. Mache ich dich gerade nochmal ab. Dann setze ich mal hier drauf. So, und darauf müssten ja Pilze spawnen. Irgendwann. So. Aber der eventuell im nächsten Part, in diesem Part nicht mehr. Gerade noch gestreckt. So, dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und dass ihr auch beim nächsten Part von Let's Challenge Minecraft Sky Factory wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao, ciao.